Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und willkommen zu diesem Container-Opening-Video, was ich quasi gerade vor ein paar Minuten aufgenommen habe. Ich hatte es ja im Discord schon mal bekannt gegeben, ich habe mir jetzt tatsächlich durchgerungen, ich möchte eigentlich alle vier Träger haben, die sind jetzt gerade im Store. Kostenpunkt 164 Euro und ja, jetzt habe ich schon bei vielen gelesen, dass die Droprate gar nicht mal so schlecht ist, andere haben wieder ganz viel Pech. Ich möchte einfach mit euch zusammen da draußen ein bisschen gamblen. Und ich habe mir jetzt 20 Container gekauft. Mein Target ist, entweder ziehe ich zumindest einen Teil aus diesen Containern raus oder vielleicht mit ganz viel Glück sogar alle. Ist ein bisschen hoch gepokert, gebe ich ja zu. Sollte ich aus diesen 20 keinen Träger ziehen, werde ich mir die Graf Zeppelin trotzdem selber kaufen, aber dann eben nicht alle vier haben. Ihr könnt es auch ganz einfach machen können, ihr könnt auch sagen können, ich möchte die vier Träger, ich spiele sie super gerne, ihr wisst, dass ich so ein CV-Nerd bin mit dem neuen Gameplay, die liegen mir einfach, die machen mir unendlich viel Spaß. Ich habe dafür gespart, weil ich damit gerechnet habe, dass solche Pakete kommen und ja, von daher, es ist keine Ausgabe, die mir jetzt super, super leicht fällt, muss ich ganz einfach so sagen, aber es ist mir dieses Spielen wert, weil wenn ich ganz viel Glück habe und vielleicht sogar drei Träger bekomme, oder sogar alle vier, dann habe ich natürlich richtig Geld gespart. Wenn ihr gar keinen Träger bekommen, habe ich so richtig schön in die Scheiße gegriffen. Aber da könnt ihr hier quasi mit live dabei sein und mich danach auslachen oder mich trösten, je nachdem, wie euch das dann beliebt. Fangen wir direkt an. Ich hoffe zumindest irgendwie ein oder zwei Träger daraus zu ziehen. Wie gesagt, sonst im Anschluss, wenn ich gar keinen Träger ziehe, werde ich mir danach im Anschluss nur noch die Graf Zeppelin kaufen. Das heißt, ich habe dann 120 Euro ausgegeben. Eine Menge Kohle oder Signale oder irgend so ein Kram. Aber wir machen es jetzt direkt auf. Geht los. Container Opening 20 Stück. 20 Cypher. Ist nicht schlecht, aber wie gesagt, mein Target ist was anderes. Ist jetzt extra hier hochgegriffen und wir haben Hydra da drinne. Mann. Und der nächste Container läuft. Und da haben wir wieder Ouroboros da drinne. Nein. Jetzt sind schon ein paar Container weg. Und wir haben Kohle. Oh, 12.500 Kohle. Geil, aber nicht das, was ich haben will. Und was ist jetzt drin? Wieder Kohle, 12.500. Nein! Jetzt muss doch aber langsam mal... Ah, Signalflaggen. Hydra. Und... Wieder Signalflaggen. Wavern. Und was haben wir jetzt? Ouroboros. Sollte ich vielleicht mal ganz kurz nochmal irgendwie... Einmal wegklicken und wieder hinklicken. Basilisk. Danke für die ganzen Signalflaggen. Ich wähle mal ein anderes Schiff aus, einfach um den Zufallsgenerator irgendwie mal so ein bisschen... Naja, man könnte ja mal nochmal einen neuen Anlauf versuchen. Gucken wir jetzt mal rein. Und da haben wir ein Schiff. Und wir haben die Enterprise. Chaka. Enterprise ist schon mal unser, das heißt, wir haben schon mal knapp 45 Euro auf jeden Fall schon mal drin von den 72. Danke, Wargaming. So, wir machen das gleiche nochmal, um einfach nochmal einen Zufallsgenerator zu bekommen. Und wir gehen da wieder hin. Komm, komm. Zieh. Ah, Signale. Aber Drache, die sind mindestens richtig cool für Kapitän-CP. Ich hätte gerne nochmal einen Träger. Die Graf Zeppelin wäre super. Die Graf Zeppelin wäre super, dann hätte ich die Kosten drin. Definitiv. Die Signalflaggen sind halt schwer zu bewerten, ne? Aber sind natürlich auch einiges wert, ohne Frage. Ich hoffe immer noch ein bisschen Glück zu haben. Leviathan ist jetzt dabei. Wir gehen hier nochmal raus. Klicken auf die Z52 einfach mal so. Gehen wieder dahin und ach, ziehen Signalflaggen. Oh, jetzt drückt mir die Daumen, bitte, Graf Zeppelin. Komm. Ah, Hydra. Ich brauche doch nur noch ein Schiff. Ein einziges Schiff wird mir ja schon reichen. Natürlich wäre es richtig geil, da alle vier rausgezogen zu haben, aber es hat nicht sollen sein, oder? Ich habe vielleicht noch ein bisschen Glück oder gucken wir, stellen wir hier mal auf Zufall. Da wird keine Ahnung. Ich mache das einfach so, weil es ist so spannend für mich. Und ja, noch ein Schiff. Graf Zeppelin. Ja.
Ah, ich freue mich! Geil! Super! Sehr, sehr geil! So, und jetzt machen wir hier nochmal die Yubari und stellen hier nochmal um auf Koop. Und gehen wieder hin und machen nochmal zwei Container auf. Noch sind zwei Container da! Ja, Signale. Roter Drache und... Komm! Na, Tarnung. Egal. Ich hab zwei Träger. Yes! Yes, 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 yes. Enterprise und die kleine, geile, aber schöne Graf Zeppelin. Wo ist sie? Da ist sie. Willkommen in meinem Hafen, mein kleines T8-Dampferchen. Also Graf Zeppelin wollte ich unbedingt haben, hatte ich vorwege gesagt. Und jetzt habe ich richtig Geld gespart. Ich habe jetzt zwei Träger bekommen. Die wären eigentlich 100 Euro knapp wert gewesen. Ich habe jetzt 72 bezahlt. Ich hatte sogar noch einen Amazon-Gutschein. Ich glaube, der abgezogen wurde. Das heißt, ich habe für die Container jetzt knapp ein bisschen über 50 Euro bezahlt. Und von daher... zwei Träger für 50 Euro. Ich hätte gern alle vier, aber die werde ich jetzt aufschieben. Da werde ich dann irgendwie... Keine Ahnung. Die werde ich mir irgendwann später holen. Die Träger kommen jetzt wieder ins Gefecht sozusagen. Sie wurden jetzt released. Das heißt, wir können sie häufiger im Spiel sehen. Ich freue mich natürlich über andere Dinge, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe es auch extra für euch ein bisschen mit Pokern spannend sein und so weiter. Extra natürlich mit reingemacht. Ich hatte überlegt, kaufe ich jetzt wirklich alle vier oder nicht. Ich bin gerade unheimlich glücklich. Ich habe die Graf Zeppelin im Hafen stehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war genauso spannend und mitreisend für euch. Entschuldigung, wenn ihr euch eben gerade der Trommelfell geplatzt ist. Was heißt, ihr kann nicht sagen, es kommt nicht wieder vor. Ich freue mich manchmal einfach so doll. So bin ich einfach. Wie gesagt, danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet jetzt so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie wahrscheinlich es ist, Träger zu bekommen oder eben nicht. Und das ist ja natürlich auch eine Menge Geld, was man da investiert. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Viel Spaß weiterhin hier auf dem Siegrauskanal, bei uns im Discord, auf der Facebook-Seite, wo wir die Artikel immer für euch ins Deutsche übersetzen. Und bis zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Haut rein. Ciao, ciao.